Heute geht es um einen Dark Mode in SVG-Grafiken. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir haben auf diesem Channel vor einiger Zeit schon mal ein Video zum sogenannten Dark Mode gemacht und wie ihr auf die Einstellungen des Nutzers im Browser oder im System zugreifen könnt, um direkt zu entscheiden, ob ihr einen Dark Mode darstellt oder nicht. Das Ganze werden wir jetzt ein bisschen erweitern, und zwar werden wir das auf SVG-Grafiken anwenden. Das heißt, für dieses Video solltet ihr verstehen, was SVG-Grafiken sind und schon mal in irgendeiner Weise damit gearbeitet haben und eventuell ein bisschen CSS beherrschen. Wir werden kein JavaScript benutzen, was heißt, es ist alles komplett CSS-based, und damit werden wir gleich loslegen. Wenn ihr trotzdem Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord, da könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, Fragen beantworten, Fragen stellen oder einfach mal ein bisschen mit Gleichgesinnten quatschen. Ansonsten verlieren wir nicht mehr Zeit und legen direkt los. Viel Spaß, auf geht's! So, los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Wir haben hier an der Seite meinen Standard-Code-Editor Visual Studio Code mit 4 geöffneten Dateien, meiner Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier an der Seite sehen wir Brave mit hier oben sogar diesmal der Browserzeile. Ich muss mal gucken, ob ich das Ganze später ein bisschen vergrößert bekomme, sodass ihr hier das Ganze deutlicher seht. Das muss ich aber gleich mal genauer angucken. Prinzipiell haben wir sonst hier nicht sonderlich viel. Wir haben hier unsere Standard-Index-Datei. Wir haben hier eine ziemlich leere CSS-Datei. Dann haben wir eine Logo-SVG und eine Favicon-SVG. Diese beiden Dateien sind komplett identisch und alles, was hier drin steht, kommt mehr oder weniger exakt so aus Adobe XD, wo ich das Ganze exportiert habe. Hier drin ist auch nicht sonderlich viel, hier ist ein bisschen Style, wo einfach das Logo schwarz gemacht wird. Hier unten sehen wir einen Pass mit jeder Menge Kauderwelsch, was quasi ja unsere Form, also dieses UD von mir ist. Und das ist es auch schon. Und wenn ich das Ganze jetzt nutzen will als Favicon, was wir als ersten Step machen wollen, dann brauche ich dazu ein neues HTML-Objekt. Das ist das Link-Objekt. Unser Link-Objekt bekommt jetzt ein neues Attribut, nämlich rel. Rel bedeutet Relationship und definiert einfach nur den Zusammenhang, wie unser Objekt mit unserer Index.html in Verbindung steht. In unserem Fall sagen wir, hey, das ist ein Icon. Das nächste, was wir haben, ist ein href. Dazu sagen wir, okay, wir haben hier in unserem Assets-Ordner, in unserem SVG-Ordner ein Favicon-SVG. Das ist quasi diese Datei hier oben, die wir jetzt hier in unsere Index.html importieren. Das nächste, was wir machen, ist, wir müssen noch den Type definieren. Und dazu sagen wir image/svg+XML. Das sind im Prinzip den Pass, den wir nutzen wollen. Und wir sehen jetzt schon, hier oben hat sich gerade unser kleines Icon verändert. Wenn ich jetzt hier in unseren Favicon SVG in unser File reingehe und ich hier zum Beispiel sage, ich möchte das jetzt nicht schwarz, sondern rot, und ich speichere das jetzt hier und aktualisiere. Ah, jetzt sehen wir es aktualisiert, es hat noch nicht ganz geladen. Das heißt, hier sehen wir jetzt ein rotes Favicon. Das Ganze heißt also, wir können das jetzt über unsere SVG-Datei wunderbar ansteuern. Aber wie können wir jetzt dafür sorgen, ich muss das immer hier speichern, so. Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass quasi dieses SVG-Icon sich entsprechend unseres Dark Modes, also wenn ich jetzt in meinem Browser beispielsweise einfach sage, okay, ich möchte jetzt einen hellen Modus nutzen, dass das jetzt schwarz ist, aber wenn ich das hier im Dunkeln nutze, wäre doch weiß eigentlich viel, viel schöner. Und wie wir das Ganze machen können, ist ehrlich gesagt ziemlich simpel. Und zwar brauchen wir dazu, gehen wir wieder in unsere SVG-Datei, gehen hier rein und machen hier einfach einen Media Query. Dieser Media Query ist ganz normal, wir sagen hier @media und nutzen jetzt einen Befehl, den wir schon kennengelernt haben, und zwar Prefers Color Scheme, und sagen hier schlicht und ergreifend, hey, wenn das dark ist, dann mach was. In unserem Fall kopieren wir uns das hier einfach und sagen, hey, wenn du dark bist, dann stell doch unser Icon einfach als weiß dar. Das Ganze speichern wir uns jetzt ab, speichern auch unsere Index-Datei, dass das einmal neu geladen wird, und ihr seht jetzt hier, unser Icon ist weiß. In dem Moment, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache das jetzt auf hell und lade neu, sehen wir hier oben, das ist schwarz. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, man kann das nicht on the fly. Das heißt, wenn ihr das implementiert, so man tauscht das jetzt, dann wird das nicht so einfach funktionieren, sondern man braucht dazu leider einen Forced Reload, weil das über die CSS-Datei importiert wird. Wenn ihr das natürlich abhängig macht von irgendwelchen JavaScript-Geschichten, ist das Ganze ein bisschen aufwendiger zu implementieren, funktioniert aber trotzdem. Wichtig ist zusätzlich zu wissen, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zur Browser-Kompatibilität zu diesen Favicon-Geschichten. Und ihr braucht natürlich wie immer für Safari ein bisschen Fallback, und im Internet Explorer funktioniert es gar nicht. Das ist alles unter Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch angucken, ein bisschen weiterführende Literatur. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern man kann SVG-Grafik natürlich auch anders nutzen. So, der andere große Weg, sich natürlich mit Grafiken im Web zu beschäftigen, ist die einfach ganz normal als Bild zu nutzen. Das heißt als Image, hier sagen wir jetzt Assets, hier sagen wir SVG und hier sagen wir Logo SVG. Das nicht, sondern ein Alt-Tag brauchen wir jetzt gerade nicht. Das Ganze speichere ich einfach mal ab. Zack, sehen wir hier unser Logo. Das ist jetzt hier diese Datei.
Und wenn man jetzt hingeht und sagt, hey, okay, wir machen das uns jetzt einfach, wir kopieren uns das hier einfach raus, fügen das hier ein, speichern das ab, speichern unsere Indexdatei ab, laden das hier neu und stellen jetzt einfach mal auf Dunkel und ups, es passiert nichts. Das heißt, unser SVG hier oben in unserem Favicon funktioniert, aber hier das nicht. Keine Chance. Das liegt daran, dass hier das Image-Tag unser SVG nicht als SVG, also als interaktive Datei interpretiert, sondern einfach nur als Bild. Und so können wir das also nicht nutzen. Das wird nicht funktionieren. Was funktioniert ist, wir können jetzt hier in unsere Logo-SVG reingehen, sagen wir kopieren unsere gesamte Index-HTML, unsere gesamte SVG-Grafik, kopieren die hier rein, speichern das Ganze ab, haben jetzt hier unsere Grafik in weiß, ich stelle das Ganze mal auf hell, haben sie jetzt in schwarz, ich stelle es wieder auf dunkel, das Ganze in weiß. Das heißt, wenn wir unsere SVG-Grafik einfach so einbinden, funktioniert das Ganze schon ziemlich gut. Das heißt, so können wir das richtig schön nutzen und so können wir auch etwas anderes nutzen, beispielsweise wenn wir hier sagen, okay, wir wollen unseren Style-Bereich nicht mit unserer SVG-Grafik stylen, sondern wir sagen, okay, wir gehen jetzt in unsere Main-SAS, fügen uns hier den Style-Bereich quasi einfach nur ein und in dem Moment funktioniert das. Was heißt, hier könnten wir jetzt auch sagen, okay, wir wollen jetzt einfach direkt auf Prime zugreifen, um die Farben, zum Beispiel die wir mit irgendeiner Variable in SAS oder so definiert haben, nutzbar zu machen. Das Ganze ist, naja, wenn ich jetzt hier eine einfache Grafik drin habe, okay, ich kann mir den Browser natürlich auch einfach zublenden, aber trotzdem, wenn ich jetzt hier eine richtig komplexe, ja, eine richtig aufwendige SVG-Grafik von einer Landschaft oder so etwas habe, dann wird das echt lang, dann wird unsere Index-HTML oder eure HTML-Datei wirklich, wirklich lang. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt das vor allem auch vielleicht gekapselt in einem ganz eigenen geschlossenen Datei managen und dann funktioniert das leider nicht. Das heißt, dann brauchen wir einen neuen Weg. Und dieser neue Weg ist ziemlich einfach. Wir erstellen uns nämlich ein Object. So, hier ist das Object. Hier haben wir schon einen Data-Bereich und da kommt einfach nur der Pfad zu unserem Bild rein. In unserem Fall ist das halt Punkt-Asset, SVG, Logo, SVG. Außerdem brauchen wir hier auch wieder unser Image XML, das heißt, wir sagen hier wieder Type, Image und SVG plus XML, wie gerade auch, speichern das Ganze ab und haben jetzt hier wieder unsere Datei. Was heißt, wir laden jetzt hier unsere Logodatei und in dem Moment, wenn ich jetzt unsere Logodatei lade, kann ich jetzt auf Hell gehen und das verändert die Farbe. Was heißt, in unserem Object wird das interaktiv. Was heißt, wir können das hier verwalten und alles, was hier drin steht, funktioniert. Was heißt, wenn ihr sehr, sehr aufwendige, also wirklich aufwendige Grafik macht, empfehle ich sehr, ja, Object zu nutzen. Hier könnt ihr ziemlich einfach die Farben anpassen und einen Dark Mode einbauen, um die Farben einfach nochmal zu spiegeln. Wenn ihr unbedingt Grafiken aus eurem SAS-Bereich, CSS-Bereich, CSS-Bereich oder sowas habt, dann müsst ihr leider die SVG-Elemente komplett hier reinkopieren, damit ihr sie nutzbar machen könnt. Aber das Interessante finde ich persönlich, einfach zum Beispiel Icons oder sowas hier in einzelnen SVG-Dateien zu lagern, einen weißen und einen schwarzen Modus hinzuzufügen und das Ganze einfach so als Object zu laden, um das Ganze nutzbar zu machen in einem Dark Mode, ohne dass ihr euch viel damit beschäftigen müsst. So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video zu hinterlassen. Falls ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch jede Menge Social-Netzwerke, wo ihr mir mal Hallo sagen könnt. Oder ihr findet dort auch Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, um diesen Channel zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.